Das ist Lulcim Fezulahi. Der gebürtige Kosovare ist ein erfolgreicher Unternehmer im inneren Salzkammergut. In Ebensee am Traunsee betreibt der 32-Jährige unter anderem ein Hotel und ein Weinlokal. Rund 100 Stunden pro Woche investiert der zweifache Familienvater in seine Arbeit. Also ich stehe zwischen 7 und 8 Uhr auf. Ich komme im Hotel, ich schaue, dass beim Frühstück alles passt, ich rede ein bisschen mit den Gästen, unterhalte mich. Dann schaue ich, dass beim Check-in und Check-out alles passt. Und späten Nachmittag Richtung Abend, dann bin ich wieder im Wein und Wein bis ungefähr Mitternacht. 2003 zwang den damals 18-Jährigen der Krieg im ehemaligen Jugoslawien zur Flucht nach Österreich. Ohne seine Familie begann er hier ein neues Leben. Die Anfangsphase war ganz schwer. Also ich wusste auch nicht mehr, was mit mir gerade passiert. Man hatte keine Freunde, keine Familie, die Sprache war nicht da. Also wirklich eine harte Zeit. Ich habe schöne und schlechte Sachen miterleben dürfen in meinem Leben und das Leben hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Angefangen hat seine berufliche Karriere im benachbarten Traunkirchen. Wir begleiten ihn ins Hotel Das Traunsee, wo ihm der Hotelier Wolfgang Gröder seine erste Arbeit gab. Also der Lulcim ist auf einmal da gestanden und hat versucht, in keinem Deutsch zu fragen, ob eine Stelle für ihn frei ist, und hat dann bei uns als Abwäsche angefangen. Hat innerhalb von einem Jahr eigentlich perfekt Deutsch gelernt und ist dann schon ein bisschen im Service raus und hat dann über das BFI quasi die Lehre gemacht. Ja. Innerhalb kürzester Zeit hat immer wieder bei uns praktiziert und bei uns gearbeitet und ist dann auch mit der Ausbildung fertig, war bei uns im Betrieb geblieben und hat auch dort innerhalb kürzester Zeit mit sehr viel Verantwortung schon Oberstellvertretung gemacht, das Catering übernommen und ist eigentlich dann im Laufe der Zeit zu einem wahnsinnig wichtigen Mitarbeiter geworden, der sehr loyal war, an dem man viel zum Betrieb gehalten hat. Ja, also im Prinzip ist es so, dass meine erste Arbeitsstelle war in der Abwasch, wie man sie sieht. Ja, zwar, das hat damals anders ausgeschaut, dadurch, dass der Wolfgang Gröller sehr innovativ ist und immer wieder neue Sachen und umbaut und herrichtet, war halt die Stelle auch ein bisschen anders. Aber da war meine erste Arbeitsstelle, den ich halt betrieben habe, circa 2 Jahren. Und nachdem habe ich meine Lehre begonnen. Und ja, dann habe ich weitere Ausbildungen gemacht und bis zum Selbstständigkeit. Auch wenn der Integrationsprozess nach 15 Jahren in Österreich in vielen Bereichen funktioniert hat, so gibt es trotzdem auch Schattenseiten. Es gibt Situationen, wo man zum Nachdenken kommt oder zum Nachdenken bringt, das ganze Situation. Dann hatte ich vor 2,5 Jahren circa, wo ich eigentlich meinen eigenen Vater mal einladen wollte, dass er herkommt und mich besucht und sieht, wo ich lebe und was ich mache, den ich nicht machen konnte. Ja. Also es war gar nicht möglich. Dadurch, dass unsere Bürokratie und die Behörden, die wir sind, also haben sie ihm keine Einreisevisum erteilt und somit kurz danach ist er schwer krank geworden, krebskrank und ist auch verstorben und der hat mich nie besuchen können in seinem Leben. Ne? Lulcim Fezulahi hat sich aber in Österreich eine bemerkenswerte Existenz aufgebaut und hier seine Heimat gefunden. Mittlerweile ist es so, dass wenn ich von hier 2-3 Wochen weg bin, dann will ich wieder zurück, also ich fühle mich hier wohl.